Rettungsfahrzeugen der Kriegsmarine geschützt. Ein Flakkreuzer. Die Handelsschiffe haben Sperrballone gegen Tieffliegerangriffe aufgelassen. Auch Flugzeuge gehören zur Sicherung des Geleits. Aufklärungsflugzeug hat die Annäherung einiger feindlicher Maschinen gemeldet. Alarm auf allen Schiffen! Der Gleitzug hat ohne Verluste den Bestimmungshafen erreicht. Auf einem Feldflugplatz im Osten ist das Schlachtgeschwader Immelmann zur Feier seines 100.000. Feindfluges angetreten. Links Brillantenträgermajor Rudel, der Chef einer Luftflotte, Generaloberst Desloff, schreitet mit dem Kommodore Eichenlaufträger Oberst Stepp die Front der angetretenen Besatzungen ab. Zwei neue Ritterkreuzträger des Geschwaders Immelmann. Grenadiere und Freiwilligenverbände der lettischen Waffen-SS haben im Narva-Abschnitt alle Durchbruchsversuche der Sowjets zurückgewiesen und erfolgreiche Vorstöße durchgeführt. Angriff sowjetischer Schlachtflieger auf eine Geschützstellung. Die Kanoniere gehen in Deckung. Unsere Artillerie leitet einen Gegenstoß ein. Nehmen die sowjetischen Stellungen unter Feuer.
Infanterie und Waffen-SS stellen sich zum Angriff bereit. Panzer gehen zum Gegenstoß vor. Weit ausgeschwärmt folgen die Grenadiere. Widerstandsnester unter Panzerbeschuss. Unsere Infanterie und Waffen-SS durchbricht die sowjetischen Drahtverhaue. In den ausgeräumten sowjetischen Stellungen. Wollen die Engländer Europa ausliefern. Unsere Soldaten beim Marsch durch eine brennende sowjetische Ortschaft. Erste Zigarette nach dem Kampf. Das ging um Haaresbreite. Grenadiere und lettische Freiwillige der Waffen-SS erhalten im vordersten Graben das Eiserne Kreuz.